So Leute, Traffic hier und damit herzlich willkommen zu einem sehr, sehr spontanen Video. Und zwar geht es heute um Boku no Hero Academia oder auch My Hero Academia. Ein sehr, sehr erfolgreicher Manga, ein sehr, sehr erfolgreicher Anime. Und ich bin im Manga wieder mal aktuell. Der Manga hat momentan 152 Kapitel und der Anime ist momentan in der zweiten Staffel bei der vorvorletzten Folge, glaube ich. Und ich möchte heute mal sehr, sehr spontan mit euch kurz über diesen Manga sprechen. Ich habe mir auch sehr, sehr wenig aufgeschrieben und zwar muss jetzt ganz mal loswerden. Und ich möchte allgemein meine ganze Community diesen Anime bzw. auch Manga empfehlen für diejenigen, die eventuell den Anime noch nicht gesehen haben oder noch nicht den Manga weitergelesen haben, weil viele sind ja Anime-only, aber Leute, was im Manga abgeht, ist nicht mehr normal. Ich möchte hier nichts spoilern, ich möchte hier nichts vorwegnehmen, aber ich muss wirklich sagen, dass der Manga von My Hero Academia in seinen 152 Kapiteln so viel verdammt nochmal richtig gemacht hat und in so einer kurzen Zeit schon so viel eingebracht hat. Also Leute, das ist sogar nicht nur meine Meinung, denn My Hero Academia ist ein Manga, der im Ranking des Shonen Jump immer sehr, sehr gut abschneidet. Der Shonen Jump ist ein Magazin, in dem sehr, sehr viele Manga laufen oder gelaufen sind, wie zum Beispiel One Piece, Naruto, Bleach und so weiter und so fort. Und in diesem Manga gibt es wöchentlich immer ein Ranking, welcher von diesen Mangas denn so und so abgeschnitten hat. Und klar, One Piece ist groß in Japan. In Japan ist One Piece ein absoluter Gigant und an One Piece vorbeizugehen im Ranking ist sehr, sehr schwer. Doch My Hero Academia ist einer der Manga, der es oft schafft, in die Top 3 zu kommen und auch sehr, sehr oft auf Platz 1 zu kommen. Also das ist schon mal hier sehr, sehr bemerkenswert an der Stelle, dass mit 152 Kapiteln recht junge My Hero Academia es schafft, immer wieder an One Piece ranzukommen und dort vorbeizukommen und zu überzeugen. Und der Mangaka selbst, Horikoshi, hat schon bestätigt, dass My Hero Academia auf jeden Fall noch eine ganz schön lange Zeit gehen wird. Über 500 Kapitel können wir da auf jeden Fall erwarten. Deswegen sehen wir auch hier, dass es auf jeden Fall ein Langzeitschonen sein wird. Für diejenigen, die es überhaupt nicht kennen, ist es halt eine Geschichte über Superhelden im Manga-Style. Nicht so wie bei One Punch Man, was auch ein sehr, sehr guter Anime oder Manga ist. Aber ja, in klassischer Shonen-Manier, sage ich mal, aber mit ganz, ganz vielen neuen, frischen Elementen. Und das, was Academia sehr, sehr gut schafft und was auch wirklich sehr, sehr stark an One Piece rankommt, vom Element her, ist folgendes. Und zwar sind unsere herangehenden Helden in der Schule und diese Heldenakademie, also diese Schule, nutzt Horikoshi sehr, sehr intelligent. Und zwar benutzt er diese Schule, um weitere Arcs einzuführen. Er macht Bootcamps, er macht Praktika, er macht Turniere, er macht Messen zwischen den Schülern und viel, viel mehr. Also man merkt richtig, dass er wirklich mit seiner Welt aufgeht, genauso wie Ichiro Oda. Ichiro Oda ist jemand, der als One Piece Mangaka sehr, sehr stark daran aufgeht, die Welt zu nutzen und die Reise an sich sehr, sehr groß zu gestalten. Und genau dieses Plot-Device funktioniert bei Boku no Hero Academia perfekt. Und dazu kommt noch die absolut perfekte Anime-Adaption. Also wirklich, ohne Scheiß, der Anime ist perfekt adaptiert, keine Makel, die Musik ist top, die Animationen sind top, die Synchronsprecher sind absolut der Wahnsinn und die Filler sind wenig und die Filler sind sogar unterhaltsam. Aber darüber habe ich schon mal in einem anderen Video gesprochen. So, kommen wir auf was anderes und zwar, Deku wird wirklich in perfekter Manier aufgebaut. Deku ist dieser Hauptprotagonist, der alle klassischen Elemente hat, wie das Underdog-Dasein und das Streben nach mehr und so weiter und so fort. Wir kennen das klassische Shonen-Design an der Stelle. Naruto, Ruffy, Goku, sie alle haben etwas von diesem klassischen Shonen-Protagonisten, aber ja, Deku kommt am nächsten an Naruto ran, denn wir sehen bei Deku, dass er immer reifer wird und wirklich sich verschiedenen Prüfungen stellen muss und dadurch immer stärker und stärker wird, sowohl körperlich als auch charakterlich, denn gerade mit der Quirk, also seiner Fähigkeit, wird sehr, sehr gut herumgespielt, um seinen Charakter weiterzuentwickeln und auch allgemein das Ganze logisch zu verpacken, denn die Superheldenfähigkeiten sind sehr, sehr gut gemacht in diesem Manga. Man merkt richtig, dass alles sehr, sehr logisch verpackt ist und dass alles sehr, sehr kreativ ist in Formen, wie man eine Fähigkeit nutzen kann, denn Superfähigkeiten sind ja immer so dieses Plot-Device an der Stelle auch, dass man halt irgendwie eine Fähigkeit hat und das irgendwie funktioniert und das war es eigentlich. Also das klassische Modell in den Anfangszeiten der Comics war ja zum Beispiel einfach, er kann Feuer machen, er ist super stark und so weiter und so fort. Aber My Hero Academia nimmt diese klassische Anime-Manga-Shonen-Manier dazu und macht das Ganze viel, viel kreativer. Und was letztens in My Hero Academia passiert, ist folgendes. Und zwar werden Nebencharaktere sehr, sehr stark aufgebaut. Ich meine, die Anime-Only-Zuschauer wissen auf jeden Fall, dass Charaktere wie Todoroki oder auch Bakugo größere Charaktere in der Story sind, quasi richtig große Rivalen sind. Und die werden gut aufgebaut. Aber mittlerweile ist es so, dass Nebencharaktere, wie zum Beispiel Kirishima oder auch Mirio. Mirio werden die meisten von euch nicht kennen. Das ist ein Charakter, der bis jetzt nur im Manga aufgetreten ist. Die werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aufgebaut und das macht das ganze Universum viel, viel größer. Das ist ja das, was man halt so kennt von großen Shonen. Wir haben ja Dragon Ball, One Piece und auch Naruto. Und bei Naruto zum Beispiel hat man Charaktere wie Shikamaru. Bei Dragon Ball hat man zum Beispiel Charaktere wie Hit, Kaba, solche Side-Charaktere. Oder auch bei One Piece hat man Charaktere wie Shanks, wie Law und so weiter und so fort. Charaktere, die nicht zu der Main-Crew gehören, in dem Sinne aber sehr, sehr großen Stellungswert in der Community gewonnen
begonnen haben. Und was ich bei My Hero Academia besonders gut finde, ist halt dieses Aktuelle. Man merkt richtig, dass dieser Mangaka frisch ist, dass er ganz andere Ambitionen hat, dass sich das Ganze verändert hat, was wirklich gut ist und auch nicht negativ gemeint ist der anderen Mangakas. Es ist einfach ein frischer, neuer Manga. Und da merkt man auch ganz viele Anlehnungen. Zum Beispiel in Japan gab es damals im Shonen Jump, in dem Magazin, wo die Manga laufen, die Anspielung der Big Three, also der großen drei. Damit wurden die drei größten Manga-Titel des Shonen Jump derzeit betitelt, und zwar Bleach, Naruto und auch One Piece, weil die sich einen stetigen Kampf geliefert haben. Und in My Hero Academia gibt es eine Truppe von Schülern, die ebenfalls genau Big Three heißt. Und gerade das ist etwas sehr, 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 sehr Kreatives. Auf jeden Fall, der Manga an sich ist ein sehr, sehr sympathisches Werk, will ich schon fast sagen. Mit sehr, sehr viel Anspielung auch zu Super Mario oder so oder zu aktuellen Geschehnissen wird da sehr, sehr viel gemacht. Und die Schurken sind auch das große, große Ding. Ich habe vor 2 Jahren schon mal angesprochen, dass wie man die Schurken eventuell in My Hero Academia handelt, ist ein sehr, sehr großer Punkt für die Story. Und man muss hier sagen, dass das Ganze aufgebaut wird. In My Hero Academia wird es momentan aufgebaut für den großen, großen Showdown, der die Story sehr, sehr stark verändern wird. Wir sehen, dass die Schurken so gehandhabt werden, dass sie nicht irgendwie ein Power-Up aus nix bekommen, sondern dass sie sich aufbauen und durch strategische Ansätze immer mehr und mehr an Macht gewinnen. So, das wäre es aber auch wieder von mir. Mich würde doch an dieser Stelle interessieren, wer von euch vielleicht vor dem Video schon den My Hero Academia Manga verfolgt hat und wer es vielleicht überlegt, jetzt noch zu tun. Ansonsten könnt ihr noch gerne den Kanal hier abchecken, den ich verlinkt habe. Ein sehr, sehr, sehr guter deutschsprachiger My Hero Academia Kanal. Eine sehr, sehr starke Empfehlung von mir. Und ich würde damit sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein!